Wir sind das Duo Biloba. Vor 2 Jahren haben wir uns in Lübeck kennengelernt und seit einem Jahr spielen wir jetzt auch gemeinsam im festen Duo zusammen. Anfang des Jahres haben wir beim Deutschen Musikwettbewerb teilgenommen, haben dort ein Stipendium bekommen und dürfen jetzt in der Saison 2017-2018 zusammen viele Konzerte geben und freuen uns sehr darauf. Der Ginkgo Biloba ist unser Namensgeber. Johann Wolfgang von Goethe hat ihm ein Gedicht gewidmet und dessen zweite Strophe zeigt ganz deutlich unser Kammermusikverständnis. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt?